Hero's Tale. Hey, Leute, ich bin's, Drache Charu mit LP hinten dran und willkommen zu unserem neuesten Projekt. Genau, Let's Play Spyro, a Hero's Tale. Ja, nach langer, langer, langer Zeit kommt wieder ein Spyro-Spiel und zwar eins der letzten richtig guten Spyro-Spiele, würde ich jetzt mal so meinen. So wie wir so mit dem klassischen Spyro, aber es hat noch was von den Spielen. So. Also, was soll ich sagen? Ja, was ich jetzt sagen werde, hätte ich jetzt schon bereuen. Ich sehe schon kommen. Ich werde versuchen, das Spiel auf 100% zu beenden. Das heißt, alle Collectibles. Also, erstmal das Spiel beenden. Alle. Ach, ihr werdet sehen, was ihr noch alles sammeln müsst. Jedenfalls. Ja. Also, ich verspreche, ich werde es versuchen, ne? Wenn ich irgendwo ganz böse Wutanfall oder sowas kriege, dann mal schauen. Aber ich werde euch sicher alle Areas des Spiels zeigen. Ich habe das Spiel persönlich noch nie auf 100% beendet. Ja, es gibt da mit irgendwelchen Extras, die werde ich auch noch zeigen. Also, dass da. Das kriegen wir sowieso zu sehen, dass. Ja, ist jetzt nicht wichtig und was das ist, das zeige ich euch dann, sobald es soweit ist. Gibt es sonst noch was zu sagen? Eigentlich nicht, wie jetzt der Escape und Warcraft, die ja beide fertig sind. Wenigstens eigentlich aufgenommen. Obwohl, sobald das oben ist, ist ja jetzt auch schon beendet. Habe ich gesagt, ja, Jump'n'Run und ich werde noch ein Blind-Projekt daneben nehmen. Ich weiß nicht, wie ich das ist. Muss überlegen, aber ja. Okay, ich schnurre jetzt schon zur Zeit, würde ich mal sagen. Neues Spiel. Keine. Ja, ich bin sicher. Ich will einen Speicherplatz. Ich werde das nicht in einer Sitzung durchzocken. Das würde mein PC gar nicht erstmal vertragen. Okay, speichern erfolgreich. Wir nehmen 1, 2, 3. Es rennt mich an Mass Effect 3, also nehmen wir Nummer 2. Ja, der dritte Teil ist der beste. Bis auf das Ende. So, automatische Datenspeicherung wurde aktiviert. Bla bla bla, also nicht ausschalten. Laden. Oh, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Geil. Okay. Das ist Rot, der gefallene Drache. Du hast sicher schon alles über ihn gehört. Nein. Ich dachte, er wäre längst verschwunden, aber offenbar baut er dunkle Edelsteine ab und verteilt sie überall in den Reichen. Er hat sogar Gnastic Nork und seine Schergen für seine Drecksarbeit gewonnen. Gnastic Nork? Habe ich den Kerl nicht vor Jahren besiegt? Was sind dunkle Edelsteine? Ach, Fragen, Fragen, so viele Fragen. Dunkle Edelsteine rauben Lebenskraft, die Rots böse Kräfte mit Energie versorgt. Wenn du Rot aufhalten willst, musst du mehr über ihn herausfinden und alle dunklen Edelsteine zerstören. Aber schau erst bei Geldsack vorbei. Er hat meistens nützliche Dinge. Viel Glück, Spyro. Ich schließe jetzt die Tür auf, damit du... Oh, Spyro. Trina, wenn du dieses Symbol in der Bildschirmecke siehst, hast du einen neuen Eintrag in deiner Aufgabenliste. Drück erst die Select-Taste und dann Quadrat, um deine Aufgabe anzunehmen. Versuch's einmal. Okay. Zack. Also, Drachendorf. Oh, ist das lange her. Also, da oben seht ihr diese drei Dinge. Dunkle Edelschall, Dracheneier und Lichtkristall. Ich werde versuchen, all das zu sammeln. Und ich werde es jetzt schon freuen. Einige davon sind voll easy, Geldsack besuchen. Geldsack für seinen Laden suchen. Ich hoffe einfach mal, es wird nicht allzu sehr lang. So, genau, wie renne ich wieder? Ach, renne ist die Taste. So,
Du kannst hohe Vorsprünge erst erreichen, wenn du den Doppelsprung beherrschst. Also wir können noch nicht gleiten. Wir können fast nichts. Also wir können Feuer spucken. Boah. Auch nicht unbegrenzt. Und die Edelsteine hier sind nicht so ein Collectible wie. Oh, du mal die Klappe, Trainer. R2. Ja, gut. Schön, dass es funktioniert. Oh. Mann. Was ich sagen wollte. Die Edelsteine hier sind nicht Collectibles. Also es gibt jetzt nicht nur genau 300 Edelsteine, sondern es ist quasi Geld. Und das kriegt man durch den besiegten Gegner oder es gibt rum oder halt sonst. Also Schafe sind Futter. Ja. Also wenn ich das verbrenne. Oder es ist Gammel. Dann kriege ich Schmetterling und den Kran Sparks unter Kugel Futter. So. Ja, ich muss alles zerstören. Also die zählen jetzt nicht als dunkle Edelsteine. Die dunklen Edelsteine sind die richtig, richtig groß. So, also ihr werdet schon alles sehen, sobald es weit ist. Das Ding, das müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Boah, und ich kann Sachen abfackeln. Psch. Oh Mann, ich habe mal vergessen, wie cool das Spiel ist. Kann ich gleich, nein, ich kann nicht gleich. So, ist die Lightning Key ein bisschen. Hoffentlich verzeiht ihr das, aber es ist nicht so viel. Da muss man los. Metallkisten kennen wir, die können wir nicht verbrennen. Ja, verbrennen, so. Gut, dann habe ich hier alles. Was denn jetzt? Geldsack besuchen, Dietrich kaufen. Den Dietrich für Spock. Hey. Aha, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Arbeit geleistet. Eigentlich. Ja, mal schauen, was Geldsack sagt. Hey, Geldsack. Na ja, ich bin kein Freund von neuem Geld. Aber Geld ist Geld. Also geh und kauf dir einen Dietrich. Ja, eigentlich hätten wir jetzt Geldsack begrüßt und wie viel er immer zuerst damit dann Quests machen würde. Tja, ich habe gesagt, ja, hallo, du hast kein Geld, du musst es kaufen. Sieh an, mein Lieblingsgeldbeutel. Also Geldsack hat hier eigentlich, der ist einfach unser Typi mit dem Fass und Sachen, die wir kaufen können. Also wir können solche Sachen kaufen. Das muss mich noch nicht interessieren. Wir kriegen Sachen. Das ist einige sehr wichtige Sachen. Aber wir kaufen jetzt erstmal Dietrich. Darf noch mehr sein? Und wir können nur einen auf einmal kaufen. Oh, wir hatten genau 500, die bestimmt cool. Okay. Also ja, hier gibt es Dietrich und mit Dietrich können wir entweder so Tore aufmachen. Ja. Oh, kleine schwarze Löcher. Ha, kein Problem für mich, Spyro. Das Schloss ist in 0,0 offen. Ja, dann sagt Sparks, also wir sagen nur beim ersten Mal was. Dann macht Sparks das Ding auf. Jo, sie gibt auch Truhe mit Schlössern und wir sollten immer ein Dietrich dabei haben, weil in den Truhen so Sachen ist nicht nur Geld drin. Was lag? Na, es geht noch. Hey, Zoe. Hallo, Spyro. Wenn ich meinen Zauberstab so auf dich richte, wird deine Position neben Spielfortschritt gespeichert. Und du verlierst 1 Million Gehirnzellen. 1 Million Gehirnzellen? Das scheint außergewöhnlich zerstörerisch. Ja, das gefällt mir nicht so. Gut, ich find's cool. Danke, lieber Gag. Und sie speichert immer unseren Fortschritt, so wie es bei Zoe war, falls man direkt ist. So, und dieses große Ding da, das ist so ein dunkler Edelstein, den wir zerstören müssen. Ich muss hier was wegen dem Lag. So, diese fetten Kisten, die können wir noch nicht kaputt machen. Wie die aufkriegen, das werdet ihr später sehen. So. Nein, falsch, das ist. Zack, Geld. Und hallo, andere Wache. Schau dir diesen dunklen Edelstein an. Er pulsiert vor Bösartigkeit. Dennoch wäre er hübsch auf einem Verlobungsring. Was denkst du, Spyro? Vielleicht weiß der Drachenälteste, wie man ihn zerstückeln kann. Lern vom Drachenältesten, wie man den Edelstein zertrümmert. Ich weiß, du wirst es tun, weil du mich magst. Ja, eigentlich tue ich es nicht, weil ich dich mag, sondern weil ich das Ding kaputt machen muss. Oh, gut.
die bösen Drachen aufzuhalten. Weil wir eigentlich noch gar nichts wissen. Jo. Oh Mann, Leute, ich freue mich. Neues Projekt. Ja, ich muss hier wirklich ganz längst irgendwas überlegen. Oh, Gewichtschalter. Schöne Sache, aber wir können nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssen die Aufgabe des Drachen erledigen. Sachen. Oh, der kommt sofort. Ja, stimmt. Keine Gegner. So, noch. Ey, das ist ein nuklear Edelstein bei dir. Wieso machst du nichts? Hallo. Ah, der junge Herr Spyro. Hinderst wohl gerade Rot daran, mit den dunklen Edelsteinen die Welt zu erobern? Ja, sowas in dieser Art. Hey, wer ist Rot? Ach, Rot war einst ein Ältester, so wie ich. Ich würde dir gerne alles erzählen, aber ich bin alt und brauche dafür ziemlich lange. Soll ich dir stattdessen erzählen, wie man dunkle Edelsteine zerstört? Puh, das war knapp. Ja, tu das. Setz den Hornsprung ein, um dunkle Edelsteine zu zerstören. Für einen Doppelsprung X und dann noch... Ja. Für einen Doppelsprung ist quasi eine Kopflos. Aber jetzt können wir endlich den hier. So. Bam. Und nur so kann man diese Teile vernichten. Und wir haben unseren ersten kaputt gemacht. Wuhu. So. Okay. Kamera. Sagt Thomas noch was? Ich frag ihn noch schon. Hast du gesehen, was passiert ist, als du den dunklen Edelstein zerstört hast? Mann, war das komisch. Ah, ich liebe den Humor dieses Spiels. So. Ach genau, es ist das. So, dann wollen wir mal. Leute, seid ihr eigentlich auch so excited wegen der E3 und was alles gezeigt wird? Oh, voll cool. Und, hey, den Typi kennen wir doch. Ist das nicht? Doch, das ist er. Hey. Hey, Jäger. Hey, Spyro. Weißt du, dass du mit dem Doppelsprung weiter gleiten kannst? Also Doppelsprung und Gleiten, Kumpel. Wenn du ein Drachenei findest und herbringst, öffne ich die Tür für dich. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich freue mich doch auf die Sachen. Halte dazu L1 gedrückt. Ja. Ist es so eigentlich 2? So, ja, wir können uns umgucken. Yay. Aber das ist mir heute nicht wichtig. Wir müssen ein Drachenei beschaffen. Wie auch immer. Ein Drachenei. So. Ah, jetzt habe ich es langsam wieder. Huhu. So. Noks ohne Rüstung können nicht durch einen Rammangriff direkt ausgeschaltet werden. Wenn der groß und fett ist, dann muss er brutzeln. Gern Steak auf dem Grill. Und wenn er klein und klapprig und mit einer Metallrüstung versehen ist, dann muss man sich auch die Hörner nehmen. Wie ein Braten von einem Dings. Ja. Also mit so einer Gabel. Ja, okay. Das erste Mal. Wusch. Ich muss mal fehlt. Dass ich das zum ersten Mal gespielt habe. So. Wie mache ich das? Wusch. Mann, jetzt habe ich Hunger. Aber Leute, heute war es so heiß. 30 Grad. Juni in der Schweiz. Wisst ihr, wie blöd schwül das ist, wenn man bei einem See wohnt? Ich sag's euch. Extrem. Wow. Gut, dass ich sie festhalten kann. Das war gut. Ich weiß nicht, bin ich oft runtergefallen, als ich noch ein kleiner Furz war. Aber es geschafft. Und jetzt sind wir... Wo sind wir denn hier? Ein Schwert, kein Drache. Wenigstens nicht du mit deinem Schwert. So. Feuer kann ein Drache nicht töten. Und so sehen Dracheneier aus, wenn man sie irgendwo rumfliegen sieht. Und ich habe unser erstes gekriegt. So, Drachenei sind wertvoll, also behalte sie natürlich in Sachen. Baby-Drachen, nicht Baby-Drachen,
Also, wir können dran Drachen rausschlüpfen. So. Wie ging das? Select Map? Statusbildschirm. Also Eier sind in verschiedene Sets aufgeteilt und jedes Set, sobald wir es fertig haben, das bringt uns dann zum Beispiel Konzeptkunst, Charakterbetrachter, das Eline-Modell. Genau, so hieß ja die Drachendame Eline, Flamme, Sascha Burn-Spiele und die ganzen Minispiele. Das werdet ihr noch spielen. Und auf der Seite sehen wir schon 0%, die haben doch gar nichts erreicht. So, zurück zur Landkarte. So. Das hier, das ist Munition. Feuerbombe. Ja. Damit können wir aus der Ferne ballern. Was ab und zu sehr, sehr nützlich ist. Oh, da habe ich einen Ton gesehen. Oh, Leute, 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 ich freue mich so, das Spiel wieder zu teilen. Ja, vor allem endlich wieder Spyro. Ah, ich habe vergessen, wie sehr Trina. Na, zack. Und bam. Ja, nicht das. Das macht man auch ab und zu und an einigen Stellen des Spiels ist das sehr, sehr ungesund. So. Oh. Dessen Gegner, man hört sofort. Silberrüstung und Schilde absorbieren. Deine Flammenart. Ja, ein größerer Gegner ran, damit die Rüstung wegfällt und dann brutzeln. Wie Drachen halt. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich habe das Projekt eh schon seit Ewigkeiten geplant gehabt, aber lieber nicht die Zeit dazu, weil es Rennen dauert eben lange. Und ja, das ist eine Rakete. Wisst ihr, was man mit Raketen aufbekommt? Drohnen, die man nur mit roher Gewalt zerstören kann. Genau. An holen wir uns mal unsere Drohnen. Oh yeah. Ist da noch. Wusch. Ah, ich finde die Art-Style von diesem Spiel wunderschön. Die Story nimmt sich einfach selbst nicht ernst. Das ist was ganz Besonderes. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich frage mich, ob ich heute wirklich das länger aufnehmen sollte. Aber es ist schon ziemlich spät. Und dann. Ich will ein bisschen Dragon Age spielen. Arrow. Dragon Age. Drachen. Ja. Oh, ein neues Arrow-Spiel. Ja, aber dazu kommt es sowieso nicht. Mit der letzten Training ziemlich. Ja. Ja. Ihr wisst schon was. Jo. Okay. Wir kehren jetzt zu Jäger zurück. Er wollte ja unbedingt ein Drachenei. Aber ich behalte es trotzdem. Ich zeig's ihm. Von wegen, ey, ich kann Dracheneier retten. So. Hey Jäger. Jetzt mach die Tür auf. Hey, gut gemacht, Spyro. Du hast das Drachenei gefunden. War es gut auf. Irgendwer sucht vielleicht danach. Oh, und jetzt zur Tür. Unser geliebter Bogenschütze. Ah, es ist so cool. Zack. Er muss vorsichtig sein. Man kann nicht einfach nur einen kleineren Angriff machen. Sparrow rennt immer um mindestens so viel los. Abhängen. Vorsicht. Oh Mann. Ja, komm. Oh, wir brauchen Dietrich. Aber ich komme ja nicht zurück. Also noch nicht. Also, wir müssen uns die Eric merken, damit wir hier mal wieder herkommen können. So, was kommt denn jetzt? Ah, jetzt kommt dieses Ding. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr, Leute. Also werde ich einfach mal Geld hier aufheben und den Typen da platt machen. Das schaffe ich nicht. Vorsicht vor der Schockwelle. Ja. So, Leute. Also, okay, es wird drauf. Das war's für heute. Hoffentlich freut ihr euch schon auf das Projekt. Ich bin nämlich schon mega gehypt. Oh, hype, 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 hype. Nein, nein, nicht heute. Boah. Also, hat mir Spaß gemacht, wird mir Spaß machen, euch hoffentlich auch. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Warte. Ich habe irgendwas vergessen. Jedenfalls. Ciao, Leute.